Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 3. Die nächste Mission der Asiatenkampagne steht an, Mission Nummer 4, nicht eingeladen. Siegbedingungen: zerstören Sie die ägyptische Siedlung, Niederlage, auf die Fresse kriegen wie üblich. Situation: da wo Sie sind, sind Sie zwar sicher vor Ihren Gegnern, aber je länger Sie zögern, desto schwerer wird es für Sie, die ägyptische Siedlung zu zerstören. Bauen Sie also schnell eine Mana-Produktion auf und schmelzen Sie einen nicht zu breiten Weg durch den Schnee. Schmale Wege sind besser zu verteidigen. Möglichst bevor sich die Ägypter sämtliche Eisenvorräte unter den Nagel gerissen haben. Story: welche Festivität auch immer Shiyu plant, Horus scheint nicht eingeladen zu sein. Jedenfalls sollen wir eine ägyptische Siedlung zerstören, die sich auf der anderen Seite des Gebirgszuges breit gemacht hat. Dabei haben wir einen kleinen Nachteil: auf unserer Seite des Gebirges gibt es kein Eisen. Und durch das große Schneefeld ist das Gebirge auch nicht so einfach passierbar. Da müssen wohl unsere Priester ran. Tipps und Tricks: bauen Sie schnell eine Mana-Produktion auf und überwinden Sie den Berg. Auch gezielte Störmanöver vom Meer aus können ziemlich hilfreich sein. Ja, dann bin ich mal gespannt. So, Tabula Rasa zu Beginn. Ah, nee, doch nicht, hier ist ja. Ach Gott, wir haben sogar Priester, Reisbauern direkt. Ist doch nett. So, da wir aber noch keinerlei Holzproduktion haben, fangen wir natürlich damit an. Hier das Sägewerk. Kriegen wir jetzt noch einen Forster rein? Yes. So. Hier den Steinmetz. Ah, okay. Ich denke mal, hier sind wir auf der anderen Seite des Berges offensichtlich. Und da dürfte wahrscheinlich Eisen zu finden sein. Würde ich jetzt mal vermuten. Yes, sag ich doch. So, was haben wir denn an Vorräten? Extra haben wir genug. Ja, ich würde auch vorschlagen, wir machen hier alsbald einen zweiten Holzkreislauf. Dass wir da gar nicht erst in irgendwelche Schwulitäten kommen. Hm. Ja, nur wohin? Aktuell haben wir noch wenig Platz, aber stimmt, Pioniere. Könnten wir uns mal ein paar holen. Da haben wir Kohle, da haben wir Gold. Das ist doch immerhin schon etwas. Dann fangen wir mal an, diesen Berg da einzunehmen. Ein paar Pioniere holen wir uns doch dazu. Und ihr macht mal die Lücke hier dicht. So, dann könnten wir vielleicht hier noch einen zweiten Förster machen. Auch finde ich ja verkehrt. Also diesmal werde ich es auf jeden Fall so machen, dass ich als allererstes jetzt den zweiten Holzkreislauf baue, bevor ich jetzt irgendwie ein Wohnhaus, eine Farm oder sonst was baue. Nicht, dass wir da wieder mal so einen blöden Holzmangel kriegen. Na, das Gebiet ist ja grandios gut angelegt. Ich mache mal da. So. Gut, ist natürlich Standard, dass es nach unten hin ist, aber na gut. So, so mein Wunder. Warte mal, wo ist der? Genau, da ist der erste Förster. Ich möchte den zweiten nicht so weit unten machen. Wollen wir den hier machen? Wir machen den hier. Und da ist der zweite, da der erste. Gut, dann machen wir einen Holzfäller hierhin. Das Säge. Ja, wir müssen hier erst noch ein bisschen Platz schaffen. Also im Sinne von noch ein bisschen Land einnehmen. Dass wir dann hier das Sägewerk auch vernünftig positioniert bekommen. So, der erste Holzfäller steht. Das ist schon mal gut. Zwei
zweite Holzfäller und Sägewerk stehen auch gleich. Perfekt. So, macht immer mal bitte da. Fangt mal hier an, dass diese Lücke schneller zugeht, damit wir ein bisschen weiter hier vom Förster wegkommen. Wobei, das könnte eigentlich schon reichen vom Abstand, oder? So, wir machen da jetzt das Sägewerk und dann machen wir hier oben gleich den anderen Holzfäller hin. Oha, jede Menge Eisen. Wir bewegen uns noch ein bisschen in die Richtung, weil ich gucken will, dass ich den im Blick habe, wann der denn da erscheinen mag, der Gegner. Wir sollten hier auch alsbald ein Steinlager machen, dass wir auch an genügend Steine kommen, dass wir die zu Eisen umwandeln können später. Na, kommt, ihr müsst mal hier an der Stelle jetzt bitte alle zusammen mal einnehmen, dass wir hier den anderen Holzfäller hier oben irgendwo hinbekommen. Ich glaube, wenn wir den hier unten hinmachen würden, also an... Ah, der ist schon der Spot, den ich haben wollte. Sehr gut. So, Bretter haben wir jetzt keine mehr. Aber wir sind ja Gott sei Dank schon dabei, welche zu produzieren. So, fang du vielleicht mal da hinten an, die Bäume zu fällen. Also Gott sei Dank steht schon das zweite Sägewerk. Du kannst ja nur noch bergauf gehen mit der Holzproduktion bzw. mit der Produktion von Brettern. Ja, guck, da haben wir jede Menge Gold. Sehr schön. So, hier hinten die Türme, die reiße ich mal ab. Dann haben wir nämlich auch direkt ein paar Bretter freigesetzt, nämlich zwei. So, und dann hoffen wir mal, dass jetzt so langsam man sich hier loslegt. Mit der Bretterproduktion. Ich überlege gerade, ob ich hier hinten noch einen fünften Holzfäller haben möchte. Ich glaube ja. Das hat einfach noch ein bisschen schneller Bäume weggeknallt kriegen und auch die Sägewerke entsprechend gut versorgt sind mit Holz. Nimmt hier hinten mal entsprechend alles ein. Ich glaube, der Gegner dürfte noch ein bisschen weiter weg sein. Da muss ich wahrscheinlich auch erstmal ein wenig ausbreiten. Ja, zumindest am Buddeln ist er hier schon mal. Oh, und so weit weg ist er doch gar nicht. Okay. Ei, 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 ei. So, komm, begeben wir uns nicht zu nah ran. Wir müssen jetzt erstmal hier noch ein bisschen was aufbauen. Deswegen haben wir jetzt nicht Zeit, da große Erkundungstour zu gehen. Also Zeit im Sinne von, dass wir manuell uns da durchklicken und aufpassen, dass unser Dieb nicht stirbt. Und da möchte ich mich gerade ungern drauf konzentrieren müssen.
So, du bist mit Brettern versorgt, das ist gut. Wir haben hier schon 4 Bretter liegen. Da ginge aber noch mehr. So, hier kommen erstmal unsere Baulerys. Sehr gut. Eine Axt hatten wir noch über, genau. Dann passt das ja soweit. So, und damit wir schnell an Mana kommen, würde ich sagen, ziehen wir jetzt erstmal eine Kohlemine vor. Also Gott sei Dank sind die Holzfäller hier sehr schnell hochgezogen. I like. Und ja, ich weiß, wir brauchen noch die Distillen. Und wir brauchen noch Brot für die Kohle und so weiter und so weiter. Hab ich durchaus auf dem Schirm, bevor jetzt mich für verblödet halt. Das ist mir klar. So, und hier liegen jetzt schon fast zu viele Bretter. Deswegen würde ich mal sagen, gönnen wir uns ein großes Wohnhaus. Auch wenn jetzt ein paar von euch wieder in den Kopf schütteln. Aber ihr wisst, ich mach das ganz gerne so. Jetzt nur die große Quizfrage, wohin? Weil einerseits möchte ich jetzt kein potenziell gutes Anbaugebiet für Getreide wegnehmen. Andererseits, irgendwo muss es hin. Warte mal, bis wohin kommst du denn? Ach, bis da, ja, dann können wir das doch hier hinten hinstellen. Zack. Dann hoffen wir mal, dass wir hier jetzt alsbald alles freigebuddelt bekommen. So, pass auf, du gehst jetzt mal hin und hilfst dem Kollegen hier, dass wir die ganzen Spots ausloten für Kohle. Ich hoffe mal, dass wir hier wenigstens dann viel Kohle haben. Und hier möglicherweise auch viel Gold. Das wäre äußerst famos. Und wichtig, ich darf den Berg nicht zu früh schmelzen. Also einerseits soll ich gucken, dass ich mir hier das Eisen kralle. Andererseits, wie gesagt, wenn ich den zu früh schmelze, dann greift er mich wahrscheinlich an und ich bin platt. So. Macht immer da die Lücke zu, bitte. Sobald die Lücke zu ist, werde ich euch dann wieder zurückverwandeln zu normalen Trägern. Dass wir hier auch alles besetzt bekommen. So, da ist noch irgendwas nicht besetzt. So. Ja, das ist schon... Ich denke, das ist schon sinnvoll, dass wir jetzt direkt ein Wohngebäude bauen. Gut, das Große, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder erstmal ein kleineres. Aber dann läuft es auch deutlich besser mit der Logistik. Denn ihr seht, jetzt sind hier schon 2 und 3 Baumstämme und hier ist nichts beim Sägewerk angekommen. Das ist doof. Und ja, ich weiß, mit einem kleineren Wohnhaus hätte man dem auch Abhilfe schaffen können und man hätte nicht so viele Ressourcen dafür gebraucht. Ist mir klar. Ich mach's aber trotzdem gerne so. Because reasons. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt mal ein bisschen Gas gibt mit dem Baumstamm schleppen. Und hier oben scheint das schon mal gut zu klappen. Hier unten vielleicht bald auch.
So, wie viel brauchen wir noch? 10 Bretter brauchen wir noch. 9, 8, 7. Ja, so nach und nach wird ein Schuh draus. So, Steine haben wir hier alle, das ist gut. Ich würde vorschlagen, wir könnten schon mal so langsam aber sicher mit Getreidefarmen anfangen.